Und jetzt fällt er wieder nach außen. 16-0 die Zwischenzeit. Feld erreicht in diesem Moment die letzte Gegenseite mit Obango vor Iris de Liton. Feld ein Revenge, Prigana, dann Porto, Captain Jacka, Milkos und am Schluss nun No Time to Play. Setzt erneut an, muss hier allerdings um alle herum. Es geht die Gegenseite entlang. Obango mit der Führung auf dem Weg zum Schlussbogen. Obango eine knappe Länge vor Iris de Liton. Obango, Iris de Liton, 500 Meter noch Fehler von Captain Jacka. Im letzten Bogen. Obango, Iris de Liton fällt Revenge. Sechs rot, die sechs rot. Obango weiter vorne, aber Iris de Liton lässt nicht locker und innen lauert fällt Revenge. Dahinter Prigana lässt sich anfassen. Es geht in Richtung Einlauf. Obango ist vorne, dahinter fällt Revenge. Der hat noch Kanonen in den Händen und außen Iris de Liton wird auch immer stärker. Geht um die letzte Ecke. In der Distanz Obango gestellt von Iris de Liton. Geht vorbei. Iris de Liton über die Open Stretch kommt Felton Revenge. Obango ist dabei, aber Iris de Liton. Iris de Liton ist vorne in den Felton Revenge. Kommt auf Touren, wird es weiter. Dahinter dann Obango vor Prigana, Porto. No Time to Play und Milkos. Die letzten Zwischenzeiten 16-0 und 16-2. Vorläufiger Richterspruch für das zweite Rennen. Es gewinnt die 1 Iris de Liton vor der 3 Felton Revenge und der 2 Obango. 1, 3, 2 vorläufig. Das zweite Rennen gewinnt Micha Brauer mit der Nummer 1 Iris de Liton. Der finnschwierige Panache de Liton-Sohn kommt aus dem niederländischen Gestützbuch, steht im Training bei Bas Krevers und im Besitz der Besitzergemeinschaft Ecurie de Liton und Stall Payday. Und Zahltag war heute einmal mehr Iris de Liton und Micha Brauer. Der endgültige Richterspruch für das zweite Rennen, es gewinnt die 1 Iris de Liton vor der 3 Felton Revenge und der 2 Obango. Vierter die 9 Prigana und fünfter die 7 Porto. Iris de Liton gewinnt in 1:16:1 sicher mit einer Länge. Die weiteren Abstände 2 Längen, 2,5 Längen, 2 Längen, 1 Länge. Zur Marke. Das weitere Rennen ist gestartet, da kommen alle glatt ab und innen schießt Obango nach vorn, übernimmt hier das Kommando von No Time to Play. Dann sieht man da der Innenkante Iris de Liton, außen Captain Jack Haar, sucht eine Lage, dann fällt ein Revenge, am Ende Prigana, die etwas zögernd in die Partie kam. Durch den Bogen hindurch Obango an der Spitze, 10-7 die Zwischenzeit. Obango führt vor Iris de Liton, fällt ein Revenge, ist nach innen gekommen. Außen hängen geblieben, No Time to Play. Dann sieht man Porto, Captain Jack Haar vor Milkos und Prigana. Feld ist Mitte gegenüber. Obango an der Spitze kontrolliert das Geschehen, hat es nicht allzu eilig. Obango, Iris de Liton und außen kommt nun Captain Jack Haar wieder in die dritte Position, vierte Position außen in zweiter Spur. Innen davor ist Felton Revenge. 14-7, die nächste Zwischenzeit durch den Lurpa-Bogen Obango. Obango, Iris de Liton und Felton Revenge, die ersten drei, dann Captain Jack Haar außen, innen Porto, No Time to Play und vom Ende kommt jetzt der Vorschuss von Prigana in dritter Spur, am Schluss nun Milkos. Prigana zieht hier eingangs der Tribünengarten außen auf und kommt hier auch flüssig voran. Da wechselt allerdings auch Iris de Liton in die Außenspur und Prigana bleibt in dritter hängen. Es geht von Ziel aber auf die Schlussrunde. 1000 Meter noch bis zum Ziel. Obango, Iris de Liton und Prigana, die sich wieder etwas zurückfallen lässt. Und auch Iris de Liton lässt sich ein wenig nach innen wieder fallen.
Und jetzt fällt er wieder nach außen. 16-0 die Zwischenzeit. Feld erreicht in diesem Moment die letzte Gegenseite mit Obango vor Iris de Liton. Feld ein Revenge Prigana, dann Porto, Captain Jacka, Milkos und am Schluss nun No Time to Play. Setzt erneut an, muss hier allerdings um alle herum. Es geht die Gegenseite entlang. Obango mit der Führung auf dem Weg zum Schlussbogen. Obango eine knappe Länge vor Iris de Liton. Obango, Iris de Liton, 500 Meter noch Fehler von Captain Jacka. Im letzten Bogen. Obango, Iris de Liton fällt Revenge. Sechs rot, die sechs rot. Obango weiter vorne, aber Iris de Liton lässt nicht locker und innen lauert fällt Revenge. Dahinter Prigana lässt sich anfassen. Es geht in Richtung Einlauf. Obango ist vorne, dahinter fällt Revenge. Der hat noch Kanonen in den Händen und außen Iris de Liton wird auch immer stärker. Geht um die letzte Ecke. In der Distanz Obango gestellt von Iris de Liton. Geht vorbei. Iris de Liton über die Open Stretch kommt Felton Revenge. Obango ist dabei, aber Iris de Liton. Iris de Liton ist vorne innen. Felton Revenge kommt auf Touren, wird's weiter. Dahinter dann Obango vor Prigana, Porto, No Time to Play und Milkos. Die letzten Zwischenzeiten 16-0 und 16-2. Vorläufiger Richterspruch für das zweite Rennen. Es gewinnt die 1 Iris de Liton vor der 3 Felton Revenge und der 2 Obango. 1, 3, 2 vorläufig.